Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Sonja. Heute bin ich hier in der Fischbecker Heide unterwegs. Das ist ein wunderschönes Naturschutzgebiet südlich der Elbe von Hamburg. Und genau, ich nehme euch heute wieder einfach mit. Es ist auf jeden Fall auch nichts los. Ich bin hier quasi die Einzige gerade. Das ist ziemlich genial. Also viel Spaß. Ja Leute, ihr seht, die Wege sind hier ziemlich verrückt. Ja, es ist mal was komplett anderes. Man läuft hier entweder auf Sand oder auf Stein oder auf Wurzel. Aber ja, so einen richtigen Schotterweg gibt es hier nicht. Und ob ich tatsächlich immer so auf dem richtigen Weg laufe, das sieht man auch nicht, weil es wirklich ziemlich zugewuchert ist an einigen Stellen. Wow, es ist windig heute auf den freien Flächen. Tja, da wehen mir beinahe die Haare weg. jetzt hier im Wald ist es wieder wesentlich angenehmer. Ja, ich glaube, ich bin hier auf der Mountainbike-Strecke gelandet. Mir kamen nämlich eben schon zwei Mountainbiker entgegen. Und es ging wirklich sehr, sehr steil bergab eben. Hier bin ich jetzt oben angekommen. Und auf der anderen Seite geht es wieder bergab. Also es bietet sich wirklich ideal an für Mountainbike-Fahrer. Aber auch zum Wandern ist es hier natürlich wunderschön, muss ich sagen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne und außergewöhnliche Natur. Ja, hier geht es jetzt wieder runter. Ich habe keine Ahnung, wo es dann lang geht. Ich sehe nämlich da vorne schon eine Kreuzung. Aber ich bin ja hier heute
auf einer recht entspannten Wanderung. Dementsprechend werde ich das gleich ganz spontan entscheiden, welcher Weg mir am schönsten gefällt. Dort werde ich dann lang gehen. So, ziemlich cool. Hier wächst überall Heidelbeere. Wilde Heidelbeeren. Und die sind hier wirklich überall, soweit das Auge reicht, alles voller Heidelbeeren. Unglaublich. Hey, passend, wo ich hier angekommen bin, kommt die Sonne raus. Richtig schön. Ich bin jetzt wieder angekommen. Es war eine wunderbare Wanderung. Ich bin jetzt 8 Kilometer gelaufen. Es war richtig schön. Es war sehr, sehr stürmisch. Wir haben viel gesehen. Jede Menge Sturmschäden, viel, viel Heidekraut, ganz viele Heidelbeeren. Wir sind nachher in den Wald reingegangen und dann haben wir den kleinen Teich gesehen. Ja, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.